Dies ist ein super lustiger Gag am Anfang, damit ihr dranbleibt. Ihr seid mal wieder auf YouTube unterwegs und fragt euch, wo in drei Teufelsnamen bin ich denn hier gelandet? Um da etwas Hilfe zu leisten, kommen hier die Top 10 Anzeichen dafür, dass du ein Video von Krach 10 siehst. Auf Platz 10, du bist nur zufällig auf das Video gelandet, weil es wirklich jeder geliked hat. Le Floyd, YTT, Apple War, Torge Alblali und Alexi Bechtzü, gefällt das? Die 9, er revolutioniert die Schnitttechnik, indem er Jump Cuts einbaut. Auf der 8, du siehst einen älteren Herrn, der um sich feuert, um cooler als sonst zu wirken. Like Apple War. Heißt das nicht an Apple War? Das schießt den Vogel ab. 7. Christoph Krachten trägt mal was anderes als ein kariertes Hemd und löst damit zahlreiche Diskussionen aus. Platz 6. Sex Sales. Die 5. Der Moderator sucht unter dem Deckmantel der Interaktion nach neuen Themen, indem er die Community beiläufig darum bittet. Ich flehe euch an, schreibt mir bitte Vorschläge in die Kommentare, denn ich weiß schon jetzt keine Themen mehr. Auf der 4. Du siehst zahlreiche YouTube-Stars, die ihm die Arbeit abnehmen. Hallo? Wie, ich muss ein Video drehen. Für wen? Ein Video für dich aufnehmen. Hä? Me? Für, wofür? Krach 10? Nee, das kannst du mal schön selber machen. Okay. Und was soll ich jetzt hier? So ein Scheiß! Ha! Danke! 3. Das Studio, in dem gedreht wird, ist ultramodern. Können wir weiterdrehen? Hä? Was? Und fast top, die 2. Da hat jemand Spaß am Scratchen. Ach komm, nochmal. Spaß. Und auf der 1. Du siehst einen völlig hirnrissigen ersten Platz, der im wahrsten Wortsinn auf einem Kacke-Pisse-Pillemann-Niveau ist. Sensationell, dass ihr es bis ans Ende des Videos geschafft habt. So, das sollte jetzt auch genügen. Wenn ihr Bock auf eine ältere Parodie von Klicks und von uns habt, dann klickt doch mal hier oben. Oder ihr habt vielleicht Bock auf eine brandneue Parodie von den Jungs von Bullshit TV. In der Tickboom Web, dann klickt doch mal hier unten. Alle, die uns geholfen haben, werden jetzt auf meiner Lendenhöhe eingeblendet. Gebt uns doch einen grünen Daumen und abonniert uns, wenn ihr Bock habt. Und vergesst nicht, uns zu schreiben, was ihr von Krach 10 haltet. Erst wenn sich ein Abonnement lohnt, dann ist es Wavetime Inc. Und dies ist ein ultra witziger Schlussgag. So, jetzt gebe ich erst mit dem Toy-Pimp seine Brille zurück.